Ich grüße euch bei Zig Fishing Bells zu einem neuen Video. Ich bin wieder eine Nacht unterwegs, diesmal aber alleine und muss jetzt mal erstmal rumschauen. Ihr seht es vielleicht, die Sonne ist am Verschwinden, die hat richtig Kraft tagsüber. Hinter mir der Steg ist jetzt leer geworden. Die Camps sind überall voll. Wir haben Osterzeit, die Feiertage, diese Brückentage nutzen viele. Und ich gehe jetzt abends, ist schon 18 Uhr, ich habe nicht mehr viel Zeit, aber ich habe ja nur drei Routen, die ich scharf kriegen muss. Ich habe einen Bereich im Kopf, wo ich denke, da probiere ich es mal. Ich nehme euch dabei mit, bin gespannt, was passiert, wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung. Ja, ich habe mal ein bisschen rumgeschaut. Ich habe natürlich Bereiche im Kopf, die ich in den vergangenen Wochen schon beangelt habe. Auch hier jetzt an dieser Autobahnbrücke. Und da kommt schon mal der erste wichtige Punkt. Ich bleibe in einem Gebiet. Also ich wechsle ganz selten große Strecken, sondern nehme mir ein Gebiet richtig vor. Und ich habe schon vor ein paar Wochen einen Graben gefunden und ich glaube, heute ist die richtige Nacht, um das mal zu probieren. Ich habe da bis jetzt überhaupt kein Gefühl, aber es ist Futterfisch da. Das Einzige, was mich ehrlich gesagt daran stört, ist einmal die Strömung. Da ist schon relativ viel Druck. Das ist das eine. Aber was wirklich komisch ist, ist, dass davor alles extrem flach ist und das ist nicht viel tiefer wie ein Meter bzw. 50 cm. Also ich komme da mit dem Boot gerade so drüber und da muss man jetzt mal schauen, ob große Fische, warum sollten die über dieses Flachwasser schwimmen hinten rein. Aber man muss es probieren, weil das auf jeden Fall ein Bereich ist, der so selten beangelt wird, eben durch diese extreme Flachwasserpassage davor. Ich nehme mir das jetzt mal vor, das dauert noch ein bisschen, ehe dann die Routen anstatt kommen. Aber ich bin gespannt, ob da was geht. Okay, ich habe einen Anker erstmal gesetzt. Ich muss vom Winkel her das Ganze am besten vom Boot aus anangeln. Und zum Zweiten ist, das ebbt nach oben so sehr aus, dass ich gar nicht mehr ans Ufer komme. Also das ist die ganze Zeit so 20 cm, 40, bleibe ich überall schon mit dem Motor stecken. Und hier unten läuft ein Abriss quer so raus und genau an dieser Steinpackung trifft die Strömung drauf, hat dadurch ausgegraben und hat dort eine Wassertiefe vorne am Kopf geschaffen von knapp 6 und hier oben immer noch von 4 Meter. Wie gesagt, das sieht natürlich sau cool aus, sind auch sau viele Eschen da. Ja, Versuch macht klug, so heißt das so schön. Wenn man alleine ist, geht das. Ich brauche auch kein Zelt, es ist wirklich schon wie Sommer. Und ich fahre jetzt erstmal mit dem Schlauchboot das ganze Ufer nochmal ab und dann entscheide ich mich, wie ich das genau abangel, U-Pose, Topboarder. Mal schauen, ich gucke erstmal rum. Und da ich mir bei sowas nicht sicher bin, wie ich das richtig abangel, habe ich dann immer Bambusstäbe dabei, weil da kann ich viel machen. Ich habe euch das schon in anderen Videos gezeigt. Kann die auf dem Abriss stellen, kann die nehmen zum Umlenken für die Oberfläche oder umlenken mit der U-Pose. Das ist so viel möglich. Deswegen habe ich da zwei Stück dabei. Oder ich kann sie auch jetzt quer in die Packung stecken. Ich gucke jetzt erstmal rum und dann lege ich mich fest, wie ich das Ganze hier heute einsetze. Ihr seht, wie das hier durchhämmert. Das wird immer schneller hinter den Abriss. Da ist schon richtig Druck auf dem Fluss. Schaut euch das mal an. Hier an den Steinen kann man schön sehen, echt heftig. Ja, auch wenn die Sonne jetzt verschwindet und ich gerne die Routen rauslegen möchte, warte ich jetzt ein bisschen, weil das sind Einheimische, die sind auf der Steinpackung, da kommen die mit einem Auto dran.
Gut, und die versuchen jetzt Meereschen, Rapfen, ich weiß es nicht, irgendwas zu fangen. Die werden nicht die ganze Nacht bleiben. In der Zeit baue ich die Montagen erstmal soweit. Also Montagen muss ich nichts umbauen, aber die Schwimmer können runter, denn ich fische zwei Unterwasserposen und eine an der Oberfläche. Ich habe dann ein besseres Gefühl hier an den Spot und das richte ich jetzt alles her. Und dann denke ich, in der Zeit sind die vielleicht weg oder ich warte noch ein bisschen. Ich mache da jetzt keine große Aktion. Die sind jetzt gekommen und ich denke mal, wenn die Sonne dann richtig weg ist, sind die auch weg. Ja, falls ihr euch gefragt habt, für was ich das drauf gehabt habe, das war eine selbstgebaute Oberflächenpose. Das ist nicht viel, das ist ein Netzschwimmer und da drinnen ein Blei. Das erkläre ich euch mal in einem anderen Video, das habe ich gestern Nacht probiert und das brauche ich heute nicht. Das Problem ist jetzt nur, ich bin soweit fertig, die Sonne ist auch, ja, stark am Zurückgehen, also in einer halben Stunde wird es dunkel sein, aber die Einheimischen bauen da jetzt richtig auf. So. Und ich mache jetzt alles fertig, werde was essen und hoffe, dass die nicht allzu lang bleiben. Ja, die Einheimischen sind da geblieben, aber zum Glück, die sind in der Buhne drinnen. Die haben sich zwar hier außen einen Sitzkescher hingestellt, warum auch immer, keine Ahnung. Aber es hätte mich schon gewundert, weil das so flach ist. Ich komme hier selber gar nicht ans Ufer mit dem Boot. Also da fehlen mir gute 5 Meter. Und da habe ich gesagt, okay, ich setze jetzt die Routen. Wir haben jetzt 20 Uhr und ich möchte nochmal die Minute nutzen, um euch einen kleinen Zusatztipp erstmal mit auf den Weg zu geben. Und das erste ist, wenn ihr so ein Angeln macht, wie ich jetzt vom Boot oder gerade auch wenn ihr alleine seid und so, dann muss das schnell gehen. Und schnell heißt halt, wenn da ein guter Fisch kommt und er läuft gleich in die Bremse und ich renne da mit der Rute ins Boot und da kommt dann Druck auf das Seil, dann darf es halt nicht sein, dass ich da gefühlte 5000 Knoten drin habe, dass ich das nicht mehr aufkriege, wenn es mal schnell gehen muss. Aber auch beim Anlegen, wenn ich die Ruten alleine setze und ich fahre mein Boot, will ich natürlich nicht in mein Großes steigen, drehe mich rum und das Beiboot ist weg. Das wäre natürlich das Schlimmste, was passieren kann. Und da gibt es einen ganz einfachen Trick. Ich zeige euch das mal hier. Ich mache mir hier das Seil mit einem Karabiner fest, damit ich quasi eine große Schlaufe habe und lege das vorne nur um diese Klampfe. Das geht ganz, ganz einfach. Ich fahre quasi ein bisschen höher, lege das einfach nur drüber. Ihr seht das, das ist einfach nur drüber gelegt, ohne Druck. Und dann mache ich einen Gang raus und dann treibe ich zurück. Kann in der Zeit dann umsteigen, Boot lasse ich laufen, wie gesagt. Das ist am einfachsten. Und wenn dann Biss kommt, kann ich das losmachen mit einer Hand. Ich hebe das nur drüber. Und das sind so Kleinigkeiten, weil nicht, wenn mir auffällt, ich habe jetzt einen richtig guten Fisch hier gehakt, dass ich dann das Seil hier nicht mehr aufkriege und habe dann die Hände noch voll mit der Rute. Das ist ganz wichtig. Des Weiteren kommen wir zur ganz kurzen Tackle-Check. Und da ist es natürlich immer wieder, auch wenn man das vielleicht zu selten mitnimmt, ganz wichtig, das Schlauchboot. Schlauchboote sind absolut Pflicht beim modernen Ballerangeln. Ich habe einen 3,20 Meter Tasker dabei. Das ist eine schöne Größe, einmal wenn ich Tackle fahren muss oder will. Also ich bin mit dem Boot flexibel. Ich habe mit 2 Mann ausreichend Platz zum Rutensetzen, zum Fische drillen etc. Echt eine geile Größe. Ich kann das Boot alleine noch handhaben und ich würde euch immer raten zum Holzboden. Motorisiert in meinen Augen die beste Größe sind 10 PS, keine 15, weil 15 ist zu groß. Also das ist zu schwer. Wenn ihr das tragen müsst, mal ins Wasser ein Stück, das ist zu heftig. Und einen 10er, den kriege ich allein auch mal eine Böschung runtergetragen, eine steile Treppe hoch und so weiter. Und der hat ausreichend Dampf.
Natürlich gewinne ich damit kein Rennen, das ist klar, aber ich kann damit auch an so einen Strom wie hier am Grande Fiume meinen Tackle transportieren, wenn das Boot beladen ist, oder meinen großen Fisch, dass ich schnell zurück an mein Basiscamp bin. Echolot drauf, natürlich habe ich immer den Tackle-Container drin mit Handschuhen und so weiter. Wie gesagt, Routenrollen ist wieder dasselbe. Habe ich wieder 2,80 Meter dabei, HR20 drauf, die Hulkline 0,55, Schlagschnur ganz klar 0,9, Mr. Wallerhook, XXS und S. Topwaterwick habe ich euch erst in der letzten Ausgabe gezeigt und das andere sind 2 Unterwasserposen. So, und jetzt gehen wir in die Wartestellung. Ich habe mir hier jetzt alles recht gemacht. Ich stelle mir jetzt noch ein kleines Positionslicht auf meinen Steuerstand, damit ich das Boot auf jeden Fall immer wieder finde. Und dann bin ich gespannt, ob uns heute Nacht hier nicht nur ein Biss erwartet, sondern ob man die Chance auf einen dicken bekommt. Und wenn es so ist, seid ihr natürlich dabei. So Leute, ich bin erstmal ans Boot zurück. Ein Wahnsinnskopf. Richtig, richtig geiler Fisch. In Maß vom Tasca ist 2,20 bei den Großen. Und der passt da genau rein. Also irgend sowas 2,10, knapp 2,20 auf die 3 Gramm. So, Maßband habe ich jetzt nicht, aber der liegt bei mir auf der Bootskiste. Darauf schlafe ich auch oft. Und die ist bis hier hinten in die Spitze 2,20 Meter, also da vorne rechts. Also hat der so um die 2,10. Das reicht mir. Ich will ihn euch mal einigermaßen präsentieren. Super Fisch, bin echt happy. Wenn es immer ein bisschen anstrengend ist, das alleine alles so umzusetzen. Aber es ist auf jeden Fall mal ein schöner Beweis, dass es mal sinnvoll ist, mal was zu machen, wo man selber kein gutes Gefühl hat, also wo man sich unsicher ist. Einfach mal probieren, mehr wie nichts fangen kann man nicht. Richtig geiler Fisch jetzt gekommen, ist kurz nach Mitternacht. Richtig cool, auf 3,80 Meter kam er, direkt an der Packung dran, auf die U-Pose. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja. Richtig schön mit dem Sonnenaufgang, die wärmt auch gleich, denn nachts ist es doch relativ kühl, also es zieht nochmal an, es lässt sich alles aushalten, aber auch da nochmal dieser Hinweis, weil ich das ab und zu habe,
dass Leute Essenssachen oder Reservekleidung in so Stoffbeuteln immer mit haben und mir dann sagen, naja, ich bin Schönwetterangler. Das mag alles richtig sein, aber gerade bei so Tau, wie wir es jetzt haben, und der ist gar nicht so stark, dann saugt euch das alles voll. Also ich habe jetzt zum Beispiel so gestern frisches Baguette mit rausgenommen, so Papiertüten, das habe ich auch in diesem wasserdichten Container, weil da drin ist das staubtrocken, wenn die zu sind. So viel dazu, weil mir das gerade eingefallen ist. Gut, alles im Allen. Ich hatte noch einen Biss auf die Topwater-Route. Dort wird wahrscheinlich der Köder weg sein. Das war heute früh im Dämmern. Ich bin da nicht nochmal extra hingefahren. Die hat geklingelt vor zurück. Dann ist er einmal ein bisschen stärker. Da wollte ich schon die Route rausnehmen, habe es versucht zu filmen. Da war aber wieder Ruhe. Da denke ich, ein kleiner Fisch. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Das gehört dazu. Das ist halt so. Nichtsdestotrotz bin ich mega happy mit dem großen Fisch. Ich habe jetzt mir erstmal einen Kaffee hier aufgesetzt, werde den noch genießen. Und dann nehme ich mir nochmal Zettel und Stift zur Hand, um euch den Platz von der Struktur nochmal zu zeigen. Und vielleicht nochmal kurz darauf einzugehen, warum ich mich für diesen entschieden habe. Jetzt lasse ich erstmal das Wasser kurz aufkochen. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns mal den Platz von oben in der Vogelperspektive auf dem Block genauer an. Der Platz aus der Vogelperspektive. Ja, wie gesagt, ich habe den schon vor Wochen gefunden. Das war jetzt nicht neu. Ich war auch im Winter öfter mal hier drinne zum Vertikalangeln, weil der ja tiefes Wasser ist, hier steht's, das ist eine Buhne, hier drinnen ist Sand aufgelagert und das ist tief ausgewaschen. Auch hier hinten drinnen, da liegt Holz, das sind 8 bis 9 Meter und hier vorne in diesem Dreher 13 Meter. Was halt interessant ist, ist dieser Strömungsverlauf. Diesen Platz kenne ich vom Frühjahr noch, ich habe da ab und zu mal geangelt. Hier oben ist die Brücke, wo die Autos drüber fahren. Und das ganze Stück ist sauflach. Also da komme ich mit dem Boot gerade so drüber. Hier drüben komme ich gar nicht mehr hoch. Das hat so 20 cm. Und dann habe ich schon die ganze Zeit überlegt, wie man sowas mal anangelt. Und jetzt war halt der richtige Zeitpunkt, um das mal zu probieren. Mit 3 Ruten, das reicht hier vollkommen. Die Strömung ist hier schnell. Und unter Wasser haben wir hier wie so einen Graben. Einen alten Graben und der wird immer tiefer. Der dann hier oben geht er runter von 80 cm auf 1,50, dann auf 2,50 und hier unten, wo die Strömung dann drauf läuft, haben wir direkt an der Packung 5 bis 6 Meter und wird hier vorne dann immer tiefer, weil es hier richtig durchströmt. Aber ich habe ein ganz kleines Stück, wo die Strömung hier drauf läuft, umgelenkt wird und durch den Abriss ist es hier beruhigt. Nicht direkt am Stein, sondern so circa 6 Meter von diesem Stein weg, da steht es fast. Hier standen die ganzen Futterfische, also extrem viele Futterfische, mehr ist. Ich habe nichts anderes gemacht, wie das auszuprobieren. Topwater hier angebunden, beziehungsweise nur einen Stein in die Packung verkeilt. Den Ausleger so lang gewählt, dass das Wasser, was mit denen hier zusammenläuft, so reindreht. Da hatte ich 3,60 Meter, ging runter auf 5 Meter, habe ich Topwater gefischt und 2 U-Posen. Dann rausgezogen. Wie gesagt, der dicke kam auf der inneren, also auf der etwas flacheren, die lag auf 3,80 und hier draußen, die liegt jetzt noch auf, ich glaube 4,30 oder 4,20, nagelt mich jetzt nicht fest, aber so sieht der ganze Platz aus. Da kann man nicht sitzen, hier komme ich mit dem Boot gar nicht bis hin, da müsste ich laufen und dann würde der Winkel nicht mehr passen von der Schnur, um die hierher zu ziehen. Von daher habe ich das Boot jetzt wirklich direkt auf dem Abriss geparkt. Und habe dann die Ruten relativ kurz gezogen. Das sind vielleicht ja, so 60 Meter vom Boot weg. Aber der Abriss filtert den Dreck, die Störgeräusche und so weiter, weil das schnell drüber läuft und verwirbelt dann hier diese ganze Ecke. Mega interessanter Spot. Hat mir einen super Fisch da gebracht und genieße jetzt noch meinen Kaffee. Die Köder sind noch außer Rand und Band und mal gucken, vielleicht geht ja sogar noch was. Beim Kaffee trinken ist jetzt kein Riese, deswegen bleibe ich auch da. Den kriegt man so.
Und da haben wir den Frechdachs. Auf das Topwater-Rig hat er gebissen. So, drei Aktionen, zwei Fische. Ich glaube, den Fehlbiss, den ich hatte, das war dieselbe Kategorie, wenn es nicht sogar dasselbe ist. Und da hatte ich ja gesagt, ich habe die Route nie kontrolliert. Hätte ich nie gedacht, dass der Köder da noch drauf ist. Aber jetzt hat es ganz kurz angeklingelt und hat sich ja schön gehakt. Wie es sein soll im Maulwinkel. Da ist Vorfach. Nicht wundern, ich habe die Knarre alles aus, auch relativ leise, wegen den Einheimischen, weil die da oben noch angeln. Da will ich nicht zu sehr Aufsehen erregen. Schöner Fisch. Die Nachwuchskategorie. Gut, zwei Fische bei drei Routen, drei Aktionen. Ich kann sagen, ich bin sehr zufrieden. Und die Rute läuft natürlich nochmal ab. Also was heißt nochmal? Die Unterwasserpose, die zweite für die Aktion. Die war die ganze Nacht ruhig. Ist auf jeden Fall besser, der Fisch. Der schwimmt stromauf. Erst hat er gar nichts gemacht über die flache Sandbank. Und jetzt ist er hier vorne auf den 2-Meter-Stück und nimmt erstmal Schnurstrom auf. Also auch extrem selten. Und der Biss war gar nicht so stark. Deswegen habe ich die Glocke abgemacht. Ich glaube, der ist gut. Ich glaube, der ist richtig gut. Geiler Fisch. Richtig cool. Heute früh beim Kaffee trinken abgelaufen. Boah, richtig geil. Die letzte Route, die noch am Start war, mega. Ja, aber nun bin ich definitiv durch, denn ich kann nichts mehr fangen. Sind alle drei Routen abgelaufen. Das war die am tiefsten Punkt. Ging runter bis fast 5 Meter, habe ich oben aber abgelegt auf 4,20, weil da mehr die Eschen waren, genau an der Kante, nicht unten. Und da war die ganze Nacht ruhig, auch 3 Gramm wieder, weil das schon in den vergangenen Touren ja irgendwie so ein Auftrieb war, der mir die meisten Bisse gebracht hat. Deswegen habe ich das auch zweimal eingesetzt, identische Rig. Und ja, ich bin mega happy. Ich habe 3 Köderfische mit rausgenommen. Habe da 4 Aktionen gehabt. Räume jetzt hier alles zusammen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Film. Ich bin echt happy. Ich gehe jetzt mal ins Camp duschen. Dann will ich mal ein paar Tage Karpfen angeln. Aber das ist eine andere Geschichte. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann schon im nächsten Film. Alles Gute, euer Benni. Ciao.